sowas. Das ist so die einzige, wo ich immer denke. Schon schwierig. Aber die wollten jetzt schon. Circa 4-5 Meter von der Fleischdecke entfernt stand eine Kundin und hat mit dem Finger immer auf die Theke gezeigt, Richtung Verkäuferin und rumgefuchtelt und hat mit ihrem Kind geredet. Und dann im Vorbeigehen habe ich nur einen Satz gehört: Wenn du weiter in der Schule nichts lernst, dann landest du auch mal dort hinten. Und da habe ich erst mal ein bisschen geschluckt und dann die Frau darauf angesprochen, wie sie das denn meinte, woraufhin sie sich eigentlich nur umgedreht hat und gegangen ist. Haben wir gedacht, okay, gehen wir damit jetzt mal ein bisschen in die Öffentlichkeit, haben den Fall geschildert und haben auch dargelegt, dass das Kind, wenn es nichts lernt, nicht bei uns an der Fleischtheke landet, sondern wahrscheinlich eher in der Schlange am Arbeitsamt. Ist natürlich auch sehr überspitzt dargestellt. Aber es ist schon so. Wie gesagt, hinter jedem Mitarbeiter steckt erstmal ein Mensch. Und ein Mensch hat es verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Und auch am Abend beim letzten Kunden immer noch freundlich zu sein und mit dem Lächeln den zu bedienen, das ist eine unheimliche Leistung, die auch mal ein bisschen Wertschätzung verdient. Also ich kann nur sagen, also top, dass wir so einen Chef haben, der auch mal wirklich was sagt. Also ich meine mal klar, man kriegt öfters mal Kritik, ne? Darf es ruhig auch geben, ne? Ist ja ganz normal, dass auch mal nicht immer alles gut läuft. Aber ist schon viel wert, wenn man so einen Chef hat, der dann einfach auch mal dahinter steht und sagt, hey, es war vielleicht nicht so gut, ne? Oder wir sind auch nur Menschen und ich glaube, keiner möchte so behandelt werden oder so in seinen Job so kritisiert werden, ne? Also ich denke, ist schon echt super, was er dann da gepostet hat und das Statement auch für die Mitarbeiter gezeigt hat, ne? Ja, überhaupt nicht. Die Dame wird jederzeit genauso freundlich bedient wie jeder andere und das Kind bekommt selbstverständlich eine Scheibe Gelbwurst.